Ein Mann kommt zu den Ernährungsdocs, der seit Jahren immer schwerer wird und alleine keine Chance mehr sieht, dagegen anzugehen. Ich heiße Ronald Haller, bin 36 Jahre alt und leide an Adipositas. Er bringt 141 Kilo auf die Waage. Hat einen BMI von 43,5. Damit trennen ihn mindestens 40 Kilo von einem gesunden Körpergewicht. Ich habe Angst, dass es noch weiter ausufert und ich dann, ja, also der Tod ist immer so leicht gesagt, davor hat, glaube ich, jeder Angst, aber das ist zu wenig Zeit zu haben mit meinen Liebsten. Ernährungsdoc Matthias Riedel glaubt, dass Ronald Haller noch nicht klar ist, wie sehr sein Übergewicht seinem Körper schon jetzt geschadet hat. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Sie nicht nur schwerst übergewichtig sind, sondern auch krank, richtig krank? Nein. Das ist mir überhaupt nicht bewusst. Das Übergewicht ist nur die Spitze des Eisbergs. Darunter schlummert so einiges. Okay. Sie wissen, dass Sie unter Schuppenflechte leiden? Ja, das weiß ich. Teilweise sehen Sie es auf der Haut, aber die Schuppenflechte bedroht auch Ihre Gelenke und erhöht damit das Arthroserisiko. Außerdem hat Matthias Riedel sich die Blutwerte von Ronald Haller angeschaut. Wussten Sie, dass Sie auch unter Diabetes leiden? 6,8 Langzeitwert? Das ist ein klarer Fall. Ja, auch das wusste ich nicht. Das war mir nicht kein bisschen klar. Aber damit nicht genug. Sie haben dann noch eine Fettleber, die sich auf alles negativ auswirkt, einen Bluthochdruck und erhöhte Cholesterinwerte. Bin ich sprachlos. Das ist ein Hammer, ne? Ja. Und all diese Erkrankungen werden durch ihr Gewicht verursacht und noch mal weiter verschlimmert. Denn vor allem das Fettgewebe im Bauch, das viszerale Fett rund um die Organe, ist sehr aktiv. Die Fettzellen im Bauch schütten Signalstoffe aus, die zu entzündlichen Prozessen im ganzen Körper führen und so immer mehr Erkrankungen verursachen. Sie müssen also den Eisberg und Ihr Gewicht zum Schmelzen bringen, um diese Risikofaktoren für Ihre Gesundheit zu reduzieren. Denn ansonsten droht Ihnen das gleiche Schicksal wie der Titanic. Und das wäre in Ihrem Fall dann ein drastisch erhöhtes Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt. Da bleibt mir der Atem weg. Ich habe nicht gedacht, dass es schon so weit fortgeschritten ist. Aber ja, wenn man das jetzt so sieht, ist das innerliche Katastrophe. Und ja, bitte helfen Sie mir. Mit seiner Frau und seiner Tochter ist Ronald Haller gerade in ein eigenes Haus in Lilienthal bei Bremen gezogen. Umzug, Kleinkind und ein neuer Job als Erzieher. Tausend Dinge, die ihn davon abhalten, sich endlich um seine Ernährung zu kümmern. Dabei leidet er schon lange nicht nur körperlich unter seinem Gewicht. Übergewichtig sein, dick sein, belastet einen dann irgendwann auch emotional, wenn man woanders nicht mithalten kann, wenn man dann schnell außer Atem ist, jetzt mit einem kleinen Kind will man da ja auch irgendwo seine Leistung bringen und es ist einfach, das macht mich fertig. Immer wieder hat er versucht, sein Gewicht in den Griff zu kriegen. 4-mal Abonnements bei Weight Watchers abgeschlossen. Doch dauerhaft hat er es nie geschafft. Zeugen seiner Abspeckvorhaben? Jede Menge Klamotten, zu klein gekauft, als Motivation da bald reinzupassen. Und dann nie getragen. Seit 3,5 Jahren trage ich die mit mir rum, schon 2 Umzüge, 3 neue Kleiderschränke gefühlt und liegen jetzt wieder auf dem Dachboden. Und das sind ja natürlich auch Sachen, die möchte ich einfach gerne mal tragen können. Früher waren Ronald und seine Frau Caro sportlich. Er hat Rugby gespielt, sie geboxt. Doch Sport spielt schon länger keine Rolle mehr in ihrem Leben. Umso wichtiger Essen, vor allem Fleisch, in rauen Mengen. Natürlich haben wir immer wieder versucht, irgendwie gesünder zu ernähren, weniger Fleisch oder eben mehr Gemüse. Aber irgendwie gab es eben immer wieder so einen Bruch, wo man das dann nicht dauerhaft irgendwie durchgezogen hat. Morgens gibt's für Ronald Kaffee mit Süßstoff. Das Frühstück fällt meist aus. Dafür später, wenn der Heißhunger kommt, nebenher Würstchen
direkt aus dem Glas. Dabei weiß er, was gesund ist. Für seine Tochter Romy kommt Gemüse in die Frühstücksbox. Doch er greift bei jeder Gelegenheit zur Wurst, oft sogar heimlich. Was total traurig ist. Ja, ich gehe kurz was zu trinken holen und in dem Moment halt eine Scheibe Wurst, eine Scheibe Käse zu essen, das ist schon traurig. Also, ja. Ein Blick aufs Ernährungsprotokoll zeigt Matthias Riedel sofort, wo er ansetzen muss, um Ronald Haller zu helfen. Sie machen wirklich viel falsch. Sie essen unregelmäßig, sie essen zu viel, sie essen viel zu viel Fleisch und sie haben einen Ernährungsmangel, und zwar einen akuten Gemüsemangel. Ja, ich weiß, ich esse sehr viel Fleisch und dann kommen ja, die Mengen dazu, es gibt dann kein Halten mehr, es passt einfach immer weiter rein, also irgendwie wird das Loch nicht gefüllt. Mhm. Und obwohl ich es weiß, schaffe ich es nicht, damit aufzuhören. Das ist schrecklich, aber es ist die Tatsache. Diese Masse an Wurst und Fleisch hat Ronald Haller in einer Woche gegessen. Und das ist das Gemüse von 7 Tagen. Das ist ein Anschlag auf Ihre Gesundheit, tatsächlich. Das als Konsum von einer Woche, das Verhältnis müsste genau andersrum sein. Für Gemüse gibt es tatsächlich keine Überdosierung. Aber beim Fleischkonsum gibt es eine Obergrenze. Und die haben Sie, ich möchte so sagen, 10 bis 20-fach überschritten. Da habe ich noch ein ganz anderes Problemfeld bei Ihnen gefunden. Das ist die Menge Cola Light, die Ronald Haller in einer Woche getrunken hat. 11 Liter. Das ist Wahnsinn. Also, das hätte ich nicht geglaubt, dass das so viel ist. Klar trinke ich Light-Getränke mal, aber ich glaube auch, das ist nicht mehr mal. Und das ist Cola Light, klar. Das sind keine Kalorien drin, aber dafür jede Menge Süßstoffe. Und diese Süßstoffe, die machen, dass die Darmflora geschädigt wird. Dieser Süßstoff kann unter Umständen auch Heißhungerattacken fördern. Und das haben Sie mir ja gerade auch erzählt, dass Sie das Gefühl haben, da geht unendlich viel rein. Das hört sich mir sehr nach Heißhunger an. Dass das alles so zusammenhängt, war mir nicht klar. Aber ich will es ändern und ein gesundes Leben endlich führen können. Mhm. Dafür soll Ronald Haller langfristig mit einer ausgewogenen Vollwertkost sein Gewicht reduzieren, um so auch zu verhindern, dass er immer kränker wird. Wichtig, durch Struktur beim Essen Heißhungerattacken vermeiden. Das Konzept: Intervallfasten. Und dazu machen Sie für den Anfang eine 12-stündige Essenspause nach dem Abendessen. Mhm. Und diese Pause, die ist gut gegen Diabetes, gegen Fettleber und Entzündung wirksam und hilft Ihnen auch beim Abnehmen. Und wenn diese Auszeit gut klappt bei Ihnen, dann erweitern Sie das auf 14 oder 16 Stunden. Ist das machbar? Ja, mit 12 Stunden am Anfang ja, 16 Stunden ist... Sie sollen natürlich auch nicht hungern. Und die Sättigung erreichen Sie mit unheimlich viel Gemüse. Das füllt den Magen auch durch seine Ballaststoffe und macht sie richtig satt. Besonders eiweißreiches Gemüse wie Hülsenfrüchte oder Kohl oder Pilze. Natürlich darf auch Fleisch dabei sein, maximal 1 bis 2 Mal die Woche und 1-2 Mal die Woche Fisch. Zum Frühstück gibt es dann zum Beispiel einen Bärenhüttenkäse mit Pumpernickel Crunch. Der macht durch viel Eiweiß satt und lässt sich gut vorbereiten. Mittags Gemüserohkost mit Rote-Bete-Hummus und Vollkornsaatenbrot. Und abends mit der Familie eine bunte Gemüsefrittata. Mehr Rezepte zum Abnehmen finden Sie bei uns im Internet. Und wenn dann zwischendrin doch mal so ein Heißhunger kommt, dann trinken Sie ein Glas Wasser oder Tee. Und der füllt den Magen
Denn häufig können wir Durst und Appetit nicht richtig unterscheiden. Deshalb erst mal ein Glas Wasser trinken und gucken, ob der Appetit noch da ist. Auch ganz neu, habe ich wahrscheinlich häufig verwechselt. Mhm. Aber natürlich, Cola Light ist das dann nicht, was Sie trinken, sondern entweder Wasser, Tee oder Kaffee. Oder probieren Sie mal dieses Infused Water. Mal sehen, ob ich Sie dafür begeistern kann. Wasser-infused, also aromatisiert mit Birne und Vanille. Kann der natürlich süße Geschmack den Süßstoff-Junkie überzeugen? Oh, wow. Trinkbar? Das ist nicht nur trinkbar, das ist großartig. Ja, toll. Jetzt bin ich ganz zuversichtlich, dass Sie da richtig mit Schwung rauskommen aus Ihrer Misere. Ja, ich auch. Es wird ein harter Weg. Doch Ronald Haller ist klar, dass er jetzt handeln muss. Mir wurde jetzt alles mal gezeigt, wie es in echt eigentlich ist. Und das ist schon erschreckend. Aber ich glaube, diesen Tritt in den Allerwertesten war nötig, um das jetzt komplett durchzuziehen. Nach 4 Monaten ist Ronald Haller auf einem guten Weg. Wurst zwischendurch, Fehlanzeige. Stattdessen kommt jetzt öfter mal Fisch auf den Teller. Eine neue Leibspeise? Sommerliche Fischminestrone. Und auch das Intervallfasten klappt immer besser. Für die erste Mahlzeit bei der Arbeit macht er mittlerweile nicht nur für seine Tochter, sondern auch für sich und seine Frau gesunde Frühstücksboxen fertig. Seit ein paar Wochen mache ich 16 zu 8. Frühstücke um 10.30 Uhr oder gegen 10.30 Uhr. Um 18.30 Uhr höre ich dann auch wirklich auf und dann ist 16 Stunden Feierabend. Das läuft unter der Woche sehr, sehr gut. Am Wochenende ist das noch etwas schwieriger. Und manchmal läuft es gar nicht. Erst ist er 4 Wochen krank, dann unmotiviert und immer wieder schwach geworden. Aber in guten Wochen ist Ronald auch sportlich wieder aktiver. Auf dem Dachboden hängt jetzt der lange eingemottete Boxsack seiner Frau. Einmal die Woche trainiert er hier. Und er hat sich im Fitnessstudio angemeldet. Das waren einige Auf und Abs, aber generell habe ich den Umschwung in meinem Leben und besonders in der Ernährung, würde ich sagen, geschafft. Doch die Pfunde purzeln nur langsam. Videocall mit dem Ernährungsdoc. Sie halten sich zwar super ans Intervallfasten, aber Ihre Portionen sind immer noch viel zu riesig. Matthias Riedel erinnert daran, viel Trinken kann für Sättigung sorgen. Bei Ronalds Gewicht sollten es mindestens 3 Liter am Tag sein. Wenn Sie da noch weiter dran arbeiten, bin ich mir sicher, werden Sie auch mit kleineren Portionen satt werden. Ronald Haller ist zurück an Bord. 9 Kilo leichter als beim ersten Besuch. Herr Haller, Sie hatten ja Großes vor. Weniger Cola, weniger Fleisch und dann auch noch Intervallfasten. Ja. Wie ist Ihnen das gelungen? Das Fleisch oder die Wurstprodukte konnte ich von heute auf morgen wirklich weglassen. Das war ja auch ein Schockmoment, der mir hier offenbart wurde. Mit den zuckerfreien Getränken, da hat es ein bisschen länger gedauert. Da bin ich jetzt fast von runter. Statt vorher 11 Liter Cola Light pro Woche sind es jetzt nur noch 1 bis 2 Gläser. Und Ronald schafft es, jeden Tag 16 Stunden zu fasten. Und das ist wirklich etwas, was mir mittlerweile absolut gefällt und das, was ich lebe. Super, so soll das sein. Sie haben für sich entschieden, welche Schritte Sie umsetzen und die sitzen bei Ihnen jetzt bombenfest. Und das ist genau der Erfolgsschlüssel, dass Sie einzelne Dinge Stück für Stück nacheinander umsetzen und nicht zu viel auf einmal. Sie haben das Ruder rumgerissen und sind jetzt auf Erfolgskurs, um diesen Eisberg hier zu umschiffen. Schön zu hören, das freut mich sehr. Und auch seine Laborwerte sind auf dem richtigen Kurs. Fast überall gibt es eine Tendenz zur Besserung. Bei Blutfetten, Leberwerten und auch beim Blutzucker. Allerdings ist noch keiner dieser Werte im Normalbereich. Deshalb ist es jetzt wichtig, dass Sie den Kurs beibehalten. Und dann schaffen Sie es auch, diese Erkrankungen hier alle verschwinden zu lassen. Das werde ich schaffen. Ich werde den Kurs voll beibehalten. Einfach dranbleiben. Ja.
weniger Fleisch, kaum noch Cola Light und täglich 16 Stunden Fasten. All das hat Ronald Haller bereits geschafft. Und ist sicher, dass er langfristig auch noch mehr Gewicht verliert. Ich bin stolz auf mich, stolz auf das, was bisher erreicht wurde. Und ich bin auch stolz, dass ich das genauso weitermachen werde. Das ist einfach gut. Gutes Gefühl. Erfolg lässt sich nicht nur an Kilos messen. Entscheidend ist, dass die Ernährungsumstellung zur Lebensqualität passen und dann dauerhaft umgesetzt werden. Und das ist Ronald Haller gut gelungen.